willkommen zu einem Spiel, was heute mal außerhalb des gewöhnlichen Schemas ist. Also sprich, kein Spiel mit durchgehender Storyline, sondern einfach so, was man mal zwischendrin spielen kann. Und zwar Witch It. Darauf hat mich Tobi gebracht. Dessen Profil schreibe ich euch dann mal in die Videobeschreibung. Und ja, worum geht's? Ihr seid entweder Hexe oder Jäger. Als Hexe müsst ihr euch vor den Jägern verstecken, bis die Zeit der Runde abgelaufen ist. Und als Jäger habt ihr die Aufgabe, alle Hexen zu finden. So, ich würde sagen, wir schauen dann einfach mal rein. So. Mal sehen, als was wir überhaupt starten. Hexe oder... Was ist denn das? Als Hexe oder Jäger? Wir starten als Hexe, sehr schön. So. Gut. Also das ist übrigens eine der Fähigkeiten, die man freischalten kann. Man kann sich direkt an Objekte hängen oder sich in Objekte verwandeln. Mal sehen. Ich wollte eigentlich nicht diese Kerze, sondern die da oben. Ja, wir probieren es mal. Es ist zwar ein bisschen auffällig, wenn plötzlich eine Kerze verschwindet, aber hier kommt man zumindest ein klein wenig schlechter an. Ja, verdammt. Ja, das war's. Okay. Das Versteck war wohl doch nicht so gut, wie ich gehofft habe. Mal sehen. Suchphase. Okay, ist jetzt natürlich blöd. Es gibt Spielvarianten. Wenn man da gefunden wurde als Hexe, wird man automatisch zum Jäger. Dann ist das Spiel nicht ganz so langweilig. Jetzt, ja, ist 2,5 Minuten warten angesagt. Wo sind denn die anderen? Die Topfpflanze wäre gut gewesen. Naja. Okay, hier drüben sich zu verstecken hätte auch nichts gebracht. Meistens hier als diese Lampe, aber naja. Na komm, findet jetzt endlich mal die anderen Hexen. Thank you.
Ui, der Kürbis. Ja, wo waren sie denn jetzt? Egal. Also wie ihr seht, 2-3 Runden habe ich schon weg, aber viel ist es trotzdem nicht. Genau, über die nächste Map kann man abstimmen. Und seine Eigenschaften kann man hier drüben bzw. hier auch noch festlegen. Passt schon so, wie es ist. Das Gute ist auch, die Maps sehen nicht immer hundertprozentig gleich aus. Wo verstecken wir uns diesmal? Als Klohäuschen? Jetzt beweg dich bloß nicht. Ach du Vogel, du sollst dich nicht bewegen. Alter. Ups, da ist wieder einer unterwegs. Hör auf, hör auf! Nicht, bitte nicht. Ey, sag mal, bist denn du des Wahnsinns? Hier oben steht ein Jäger und du zockst. Also es gibt auch Maps, wo sich das Bewegen Spaß macht, aber die gehört leider nicht so ganz dazu. Schwein gehabt.
Nö, kommt, geht weg, bitte. Es sind nur noch 10 Sekunden, lass mich auch mal gewinnen. Egal, ihr habt trotzdem verloren. Schön, wenigstens einmal gewonnen. So, mal sehen, ob ich euch in der nächsten Runde das Spielen als Jäger zeigen kann oder ob ich wieder Hexe werde. Spiel verlassen, Spiel verlassen. Wieder die gleiche Map? Nee, verstehe ich nicht. Egal. Gesellige Kartoffel hatte doch mehr Stimmen. Hier gibt es echt vieles zum Verstecken, aber irgendwie nichts. Nichts Weltbewegendes. Wir nehmen das Fass. Das ist ein bisschen schön versteckt. Wenn doch mal ein Blindgänger irgendwo langkommt, ist die Chance groß, dass die was anderes treffen. Und jetzt die Hand von der rechten Maustaste wegnehmen. Ach, das ist doch aber fies. Tut das Not, dass du das tust? Ach, Menno. Ah, gut, 3 Minuten warten habe ich jetzt keine Lust. Mal sehen, ob ich ein anderes Spiel finde. So, nun dann auf zur wirklich letzten Runde. Hoffentlich kann ich euch jetzt mal das Spielen als Jäger zeigen. Bereit? Obwohl es prinzipiell mehr Spaß macht als Hexer. Irgendwie ist da ja, die Neugier einfach größer. Hat man gutes Versteck, hat man keins. Das Schöne ist auch, die Level sind immer ein bisschen anders. Also sprich, wenn man sich die Maps versucht einzuprägen, ist einfach nutzlos. Ah, doch wieder Hexer. Nein, so war es nicht geplant. Das war geplant. Aber in dieser Map wollte ich sowieso mal was ausprobieren, und zwar, ob es sinnig ist, sich an so einem Loch zu verstecken und immer rein und raus zu rollen. Oder ob das mehr Schaden bringt als Nutzen. Wieder Finger weg von der rechten Maustaste. Nicht, dass ich mich versehentlich in das Regal verwandle, obwohl ich gern der kleine Eimer wäre. Möchte ich das Osterei sein? Ah, ich bleibe erstmal der Eimer.
Ups, den ersten hat's erwischt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Mal sehen. Jetzt sehe ich nichts mehr, das ist unfair. Komm, halt dich nicht so lange hier dran auf, geh einfach wieder. Verdammt, der kann da auch durch. Schade. Ich dachte, die wären größer. Aber das ist, wie ihr auf der rechten Seite jetzt sehen könnt, das gibt jetzt mehr Jäger als vorhin. Das heißt, Spieler, die als Hexe erwischt wurden, sind jetzt Jäger. Das ist der Spielmodus Luke, okay, der eigentlich am meisten Spaß macht. Weil, wie gesagt, man hat eben keine lästigen Wartezeiten. Es ist nur eben unfair, wenn ich sage, ich habe eine Gegnerin oder eine andere Hexe gesehen und ja, werde Jäger und weiß es plötzlich. Hier, Digger, ich bin hinter dir. Gut, ah ja, und man kann natürlich immer lustige Sachen gewinnen, wie zum Beispiel Hüte. Zeige ich euch gleich mal, wofür man das noch nutzen kann. Zurück zum Hauptmenü. Die Sammlung. Ich kann zum Beispiel meinen Jäger anpassen. So sieht er jetzt aus. Ich kann ihm statt... Was ist das zum Teufel? Ach, ein Häschen. Okay. Kann ich ihm eine Harke geben? Nein, er kriegt Haar wie das Häschen. Ein Strohhut, um dann noch ein bisschen blöder aussehen zu lassen. Gut, bei der Hexe habe ich nicht so viele. Warum ist mein lila Gesicht weg? Ah nein, es ist die Hautfarbe, okay. Keine Ahnung, was das nützt. Hier kann ich noch sehen, in was ich mich alles schon mal verwandelt habe. Viel ist es nicht. Zutaten. Noch keine Ahnung, was das nützt. Egal, ich hoffe, ihr hattet einen Einblick in das Spiel und ja, den Kauf kann ich nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und schaut auch bei Tobi nochmal mit rein, er hat ein paar mehr Folgen davon als ich. Dann, Aufgaben sind bekannt, Daumen da lassen, Kommentar da lassen und Video teilen. Bis zum nächsten Mal.